Mein Name ist Nika Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und heute habe ich eine spezielle Frage für euch Mädels. Nämlich, dürfen Männer eigentlich auf Frauenparkplätzen parken? Ja, ich freue mich tatsächlich, dass diese Frage von euch gekommen ist, denn ich fahre natürlich ganz oft Zug, bin viel in Deutschland unterwegs und komme spät wieder, fahre manchmal ganz, ganz früh los und gerade am Bahnhof ist das manchmal ein bisschen unschön mit der Parksituation. Deshalb parke ich ehrlich gesagt ziemlich gerne auf Frauenparkplätzen und Jungs, ich ärgere mich richtig, richtig, wenn Männer da parken. Ehrlich gesagt bin ich nie darauf gekommen, das mal sozusagen juristisch zu hinterfragen, aber ne, hier ihr, unsere Zuschauer, ihr seid eigentlich viel schlauer. Ihr habt mich nämlich gefragt, hey, ist das zulässig? Und finde ich eine super Frage. Hab dann erstmal losrecherchiert. Tatsächlich ist die Antwort nicht so schön, sage ich schon mal vorweg, aber ich erkläre euch auch warum. Zunächst habe ich erstmal gedacht, in Deutschland ist ja eigentlich alles geregelt. Also habe ich erstmal gesucht, gibt es irgendeine Regelung zu Frauenparkplätzen? Und ja, die gibt es. Ich habe euch wieder was mitgebracht. Und zwar aus dem Landesrecht, weil wir mit der Kanzlei in NRW sitzen, wisst ihr schon, ich benutze immer das Landesrecht NRW. Und zwar hier Paragraph 122 Absatz 11, also der hat einige Absätze, Sonderbauverordnung NRW. Da steht was von Frauenparkplätzen und zwar ist da geregelt, allgemein zugängliche geschlossene Großgaragen müssen eine ausreichende Anzahl von Garageneinstellplätzen haben, die ausschließlich der Benutzung durch Frauen vorbehalten sind, Klammer auf, Frauenparkplätze, Klammer zu. Ja, das ist schön. Jetzt werdet ihr natürlich sofort sagen, ja, okay. Aber das sagt ja gar nichts darüber, ob Männer da parken dürfen. Richtig. Deshalb habe ich nochmal in die StVO geguckt. Die StVO ist die Straßenverkehrsordnung. Tatsächlich regelt die einiges. Zum Beispiel gibt es dazu auch eine Regelung zu Behindertenparkplätzen. Wenn man da nämlich parkt, dann ist da ein Bußgeld vorgesehen von 35 Euro immerhin. Und ihr ahnt es schon, zu Frauenparkplätzen steht jetzt dummerweise gar nichts. Also sprich, tatsächlich ist es so, dass die Straßenverkehrsordnung das nicht regelt. Ja, und ihr ahnt es eben auch weiter schon, wenn da nichts geregelt ist, dann gibt es eben auch keine Strafe. Ne? Also sowas wie ein Bußgeld oder so, das ist eben ja, von Seiten des Staates verhängt, das kann man privat nicht machen. Also sieht jetzt eben schlecht aus für uns Mädels. Aber es gibt noch eine kleine Rettung. Tatsächlich ist es natürlich so, dass irgend so ein Parkhaus natürlich einen Betreiber hat. Und der Betreiber auch eine Hausordnung regeln kann. Also sprich, der kann sozusagen regeln, wie ja, das Ganze im Parkhaus ablaufen soll. Und der kann natürlich das ja in Anführungsstrichen schon unter Strafe stellen. Der kann zum Beispiel dem männlichen Falschparker Hausverbot erteilen. Und so ein Hausverbot im Parkhaus wäre für mich zum Beispiel in so einem Parkhaus am Bahnhof mal richtig blöd. Also das kann schon auch blöd sein, auch wenn es sozusagen vom Gesetzgeber erstmal nicht geregelt ist und daher ja straffrei, möchte ich fast sagen, ist. Also konsequenzenlos. Aber, liebe Männer, also es ist natürlich möglicherweise nicht gesetzlich geregelt, könnt ihr machen, aber nett ist das natürlich trotzdem nicht. Also deshalb seid bitte nett zu uns und lasst die Frauenparkplätze den Frauen. Aber super Frage, wenn ihr noch eine Frage habt, schreibt mir einfach. Ich freue mich immer über eure Fragen und ja, wie gesagt, diesmal fand ich sie für mich selber auch total spannend.